So, und damit herzlich willkommen zu Honig und Butter, dem Spin-off-Doppel-Episoden-Podcast von Fürnüsse mit. Zerk! Hast du gerade Zerk gesagt? Ich habe ganz deutlich Dirk gesagt. Wie bei StarCraft. Du hast übrigens das geklaut. Ich habe es dir gerade in den Mund gelegt. Honig und Butter? Stimmt, Dirk hat mir gerade Honig und Butter in den Mund gelegt und gesagt, Mund auf, hier kommt eine Überraschung. Mein Name ist übrigens Klaus, gemeinsam sind wir Dirk und Klaus von unserem Podcast für Nüsse. Hallo! Hallo. Wie geht's euch? Gut. Ach nee. Ich rede nicht mit dir, schon seit 36 Folgen. Wie geht's euch denn? Ja, geht so. Schreibt's unten in die Kommentare bei Twitter. Denn dein Kabel stößt beständig gegen... Ach nee, jetzt bist du. Ja, Wunder, großer Content. Ganz großer Content. Einfach ein bisschen gegen die Mikrofonstände krakeln. Ja, heute nehmen wir eine Doppelfolge auf. Das ist die erste. Das wird noch die vergleichsweise normale Folge sein von den beiden. Ich glaube, der zweiten werden wir ein bisschen von den Schienen fallen. Aber gut. Ne? Von den Schienen fallen? Ja, das ja, ist heute, schon, ich denke, mir Redewendung aus. Tag. Jugendwort des Jahres 2019. Ich bereite mich schon mal vor. Uhrensohn. Ich bleib dabei. Ehrenmann. Uhrenmann. Ehrenfrau. Ehrenkind. So, ich fange mal an, weil wir haben ja keinen Inhalt. Ja, wir haben ja keine preisgeben Zeit. Müssen, oder? Was haben wir? Wir haben jetzt sonst nicht weiteren Inhalt, den wir preisgeben müssen. Nee. Der, also aus aktuellen Anlass und außerdem gibt mir gerade Klaus auch schon das Zeichen mit seiner rechten Hand. Steckt er sich gerade den Gliedermaßstab in den Nacken? Ja, ich versuche eigentlich meinen Flummi. Hast du das Ding gesehen? Ich hatte schon wieder verlegt. Ist der Flummi zum Kratzen? Nee, aber für die Schulter. Egal, aus aktuellem Anlass, Zeichen mit der rechten Hand. Ich vermute, es geht um Rechtsradikale. Genau. welches Werkzeug sollte man zu Hause haben? Beziehungsweise im Hause klingt irgendwie besser. Ja, das kommt auf anders. Wenn man den Zimmermann ersetzen möchte, die Axt natürlich. Danke, das war Fürnüsse. Ich habe keine Lust mehr. Klaus baut sich nämlich gerade halt irgendwie aus 7 Tonnen Holz ein Bett. Das ist gar nicht so schwer alles insgesamt. Nur dieses komische Sofa, was wir gerade weggeschleppt haben, das mir den linken Unterarm aufgerissen hat. Ja, das ist aber ein gutes Vorsicht bissig, steht auch am Sofa. Vorsicht, halte dich nicht am Plastik. Für ein Fuß Werkzeug fest. Sollte man unbedingt zu Hause also, wenn haben. Du hast da eine halt, Liste mit Werkzeugen jetzt? Ja, wenn du da googelst, dann hast du ja 1000, weiß nicht, irgendwelche Hersteller und irgendwelche lustigen Vlogger und Penisseiten, die dir sagen, das sollte man zu Hause haben. Natürlich sprechen wir von... elektrisch angetrieben, von wegen Batterieakku. Also wir gehen davon aus, als auch ganz normale, ich sag mal, rein manuelle Werkzeuge. Wie ein Dildo. Wir können aber auch benzingetriebene Werkzeuge, weiß ich nicht was. Aber ich habe gedacht, benzingetriebenes Flashlight. Was man, ich beschreibe ja schon, was man auf jeden Fall zu Hause haben sollte, ist jetzt ja nicht, dass man sagt, von wegen, ich brauche irgendwie so einen Heckentrimmer für besonders hohe Hecken ab 1,80 oder sowas mit Aufsatz. Und also klar, wenn ihr das zu Hause habt, dann ist das vielleicht ganz geil, aber du hast keine Hecke, du suchst gerade so wild nach einer Hecke. Irgendwas war hier so, war dir gerade so vibriert. Warst du das? Okay. Das ist mein Penis die ganze Zeit hier an dieser, ist zu eng. Ich gehe einfach mal durch. Es geht darum, welches Werkzeug und nicht welches eine Werkzeug man unbedingt zu Hause haben muss. Genau. Okay, gut. Ja, sie sind Sammelsurium. Also eigentlich, ich lasse mal die Liste. Weil bei einem hätte ich echt Probleme. Nee. Ja, okay. Nee. Welches Werkzeug ist schon alles möglich? Wir reißen uns hier ein. Was ist denn los? Und merkst du das nicht? Das ist direkt unter mir. Unter mir ziehen sie gerade, direkt unter mir, da wo ich sitze, ziehen sie gerade eine Regibiswand rein. Und ich spüre hier die Vibrationen im Boden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich hier durchbreche. Soll ich rausgehen, Barry White anmachen, Licht aus? Love is in the air. Everywhere, look around. Love is in the air. Ja, nein, ja. Entschuldigung. Also, weil wir auch gerne, wir sind so eine, also eigentlich ich nicht, aber mit dem, was ich zu Hause habe, sind wir schon eher so eine Kirmes-Werkzeug-Fanatiker. Das ist übrigens ich finde, eines der treffendsten Zitate, wenn es um Werkzeug geht, bei Manta, wenn der Freund von Klausi irgendwie da am Manta rumschraubt, dann ist der Einzige, der sich damit auskennt, weil er halt eine Kfz-Ausbildung gemacht hat oder macht.
Und dann fragt er halt nach, nee, Klausi war ja der Trottel, der in die Schuhe pinkelt. Wie heißt der nochmal? Berti. Berti war Til Schweiger. Mhm. Und ein Freund von Til Schweiger da in dem Film schraubt gerade an seinem Manta und braucht halt gewisses Werkzeug. Und dann sagt er, was ist das für ein Kirmeswerkzeug? Und dann ist das die beste Beschreibung für dummes Werkzeug für mich. Mhm. Weil das war damals, ich weiß nicht, war jetzt jahrelang nicht mehr auf dem Kirmes oder Rummel, oder wie es in eurer Region beschreiben wollt. Wo du halt dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Torwand schießen oder irgendwas gemacht hast. Und da hat man gerne mal, in den 80er, 90er hat man halt irgendwie bunte Schraubendreher gekriegt als Geschenk. Mhm. So eine Mini. Ja. Und das war halt so ein Scheiß, was ja nicht kaputt geht, was ewig zu Hause liegt. Ja. Und irgendwann brauchst du mal ein Werkzeug und hast halt dieses dumme Kirmeswerkzeug, was dir mit Sicherheit abknibbelt. Vorne der Schlitz, Kreuzschlitz etc. beim Schraubendreher fällt dir auseinander oder also greift halt einfach nicht, weil es billig Scheiß ist. Und das ist meist das, was man irgendwann so hat. Man hat so ein Sammelsurium aus dumm Scheiß. Dann ist der Plastikgriff ist halb eingebrochen, aber man wirft es doch noch nicht weg, weil irgendwie kann man es noch benutzen. Genau. Und das ist halt, also so bin ich halt auch groß geworden. Wir hatten zu Hause meist im Keller so einen alten metallischen Werkzeugkoffer. Mhm. Der war halt, aber da war halt jeder Scheiß drin und weil es nicht alles reinpasste, sowas wie Bohrmaschinen und so ein Zeug, war daneben so ein alter, schwerer Einkaufskorb, so aus geflochtenem Korb. Und da lag halt noch so ein Scheiß. Aber der letzte Müll an Werkzeug. Und da ich ja einst mal eine handwerkliche Ausbildung gemacht habe und da hatten wir halt alle einen Werkzeugkoffer gestellt, niegelnagelneues Werkzeug, also ohne Motor, sondern halt einfach nur Schrauben. So der klassische Werkzeugkoffer eben, was da halt alles drin genau, ist. Aber wenn du halt hochwertiges Werkzeug zusammen im Koffer, das ist so gut. Also das ist halt echt geil. Ja. Und das wirst du halt nicht machen, außer du wirst halt den ganzen Scheiß, den hast, einfach mal wegschmeißen. Kauft man sich das über Jahre einzeln zusammen, nichts passt zueinander. Ja. Zwei, drei Sachen hat man doppelt, die wichtigsten Sachen fehlen. Ja. Und das, also ich glaube, ich habe noch einen alten, weil ich den damals doppelt hatte, irgendwie so einen alten Elektronik-Schraubendreher. Also es sind die, Elektroschraubendreher. Schraubendreher, der so ein bisschen Motor drin hat. Nee, das meinst du doch, oder? Nein. Narkoschrauber. Ein Elektrik Schraubendreher ist halt einfach ein isolierter Schraubendreher, der meist vorne eine magnetische Spitze hat. Und die haben halt einfach hohe Qualität, guter Griff, sowas. Das merke ich halt, wenn ich im Vergleich halt einfach so ein total alten von zu Hause einen Billo-Schraubendreher halt in die Hand nehme und dann halt auch einfach was richtig fest ist, wo du dir schneller eine Blase in der Handinnenfläche holst, als dass das Ding sich festzieht. Ja. Und davon hat man, glaube ich, super viel. Und wir sind ja halt dann auch, weiß nicht, die beiden Füchse, die dann gerne mal bei Lidl in der Auslegeware halt dann schauen, was halt im Angebot ist. Was hat denn Parkside heute gerade im Angebot? Genau, das ist doch die Lidl-eigene Werkzeugmarke. Genau, ich habe neulich einen Exzenter-Schleifer geholt. Ein Exzenter-Schleifer. Beschreib doch mal, wie schön der ist, bestimmt auch von Lidl. Genau, von Parkside für 20 Euro. Und ich dachte, ich hatte gerade für das Bett ein Schleifprojekt. Und ansonsten, die Klettteller gehen ja super schnell kaputt bei Schleifern. Das nennt sich ja auch Schwingschleifer, oder? Genau, ja. Ja, genau. Der hat tatsächlich einen ziemlich soliden Eindruck gemacht bisher. Also der hat noch... Wie lange hast du den jetzt schon? Ja, aber die anderen hatten da schon, da war schon der Klett irgendwie so halb runter. Also der hält irgendwie ein bisschen besser. Nee, ich meine, also bei teuren und günstigen Xenter-Schleifer, Schwingschleifer, da macht ihr ja meist auch Sachen, die du erstmal nicht merkst. Sowas zum Beispiel der E-Motor. Ja. Da ist ja dann halt eine Wicklung, die dann halt isoliert ist. Ja. Und das merkst du ja erstmal nicht. Und da ist meist bei teuren halt die Isolation und die Wicklung auch ein bisschen geiler, dass die halt dann auch 5-10 Jahre halten können. Und bei anderen blubbern die mal 5 Jahre, wenn du die wirklich erwarte ich für 20 Euro nicht, aber ich benutze den halt auch eventuell dann einmal im Jahr. Habe jetzt noch überlegt für meinen neuen Schreibtisch. Dafür noch, aber da ist keine Hochleistungsschleifung gefragt, sondern da muss man halt einfach 120, 240 und vielleicht nochmal 320. Vermute Holz. Nö. Ich meine, du sprichst vom Schleifen, man kann ja auch einfach. Ja, stimmt, du kannst ja auch Stein schleifen. Glas schleifen, wenn du willst. Nein, Holz. Stumpf, oder? Ja, also keine Hochleistungsaktionen, die ich damit plane. Aber den anderen. Gekauftes Holz oder gefundenes Holz? Tatsächlich gekauftes Holz. Was? Für den Schreibtisch. Dieses gekauft bei eBay um die Ecke in deinem Innenhof? Ja, genau. Nee, dann tatsächlich. Also, ich habe überlegt, weil ich diese unbesäumten Bretter so geil finde. Besäumt, das fand ich ja letztens so geil, weil ich immer an so ein Kleid denke, was unten den Saum halt umgelegt hat. Ja. Aber du hast erklärt, besäumt. Der Saum ist nicht begradigt, sondern die sind einfach so aus einem Baum geschnitten. Das heißt, die haben halt die geschwungene Form des Baumes. Nice. An allen Stellen. An den Seiten, ja. Also der Längsschnitt ist gerade. Und der Querschnitt ist gerade und der Längsschnitt ist.
Aber zum Beispiel das erste und das letzte Stück müssten ja nicht nur an den Seiten, sondern auch an der oberen bzw. unteren Fläche komplett halt auf die Rinde. Ich glaube aber, die sind, die gibt's da nicht. Also die werden das wahrscheinlich gemulcht. Streichhölzer. Ja, ne, ja, zu Streichhölzer und zu Rindenmulch oder irgendwas. Nice. Weiter gehäckselt. Nee, und die finde ich halt ganz geil, auch für den Schreibtisch. Dann gibt es halt so eine Lücke dazwischen, aber das, damit kann ich durchaus leben. Und die sind aber geplant warst du auch als Kopfstück für dein Bett? Die beiden kommen jetzt auch als Holzstück ins Bett. Als Holzstück. Die kommen einfach so als, die kommen als Decke. Ja, so zum Kuscheln. Einfach mal nachts kuscheln man sich ein bisschen Holz. Nee, die kommen auch als Kopfstück ins Bett, aber das war jetzt nicht so teuer, dass ich sagen würde, für einen Schreibtisch wäre das ein absolut skurriler Preis. Aber hast du nicht gesagt, 20 Euro ein Brett? Ja, aber 40 Euro für eine Tischplatte vom Schreibtisch. Ja, ist weiß, jetzt nicht. Also wenn du, das, wenn ist du eine, Ficht wenn du eine, ich glaube ja. Aber echt? Wenn du, die wirken ein bisschen härter. Die wirken ein bisschen härter. Also die wirken nicht so wie das, wie die Baufichte, aus dem so Europaletten sind, sondern die wirken deutlich härter. Vielleicht ist auch was anderes. Ich habe nicht so genau drauf geschaut. Das war noch, mir hat einfach die Form gefallen. Ja, also dafür ein Schleifgerät. Tatsächlich, wenn man Holz kauft, Holz ein bisschen verarbeitet. So ein Handschleifer ist zwar ganz lustig für kurze Arbeiten. Naja, Exzenterschleifer ist ja auch ein Handschleifer. Nein, ich meine aber kein E-betriebener Handschleifer, sondern einfach nur so ein, so ein Dreieckschleifer. Wo du theoretisch auch das Papier vor die Finger nehmen könntest. Ach so, oder einfach so ein Schleifblock. Oder ein Delta-Schleifer, ja. Ja. Aber ein Delta-Schleifer ist ja auch elektronisch. Ja, genau, aber die gibt es ja auch als Handschleifer. Also die dann aussehen wie so. Ja, die Form. Ja. Genau. Der Hinterkreis, rund, Dreieck, Penis. Ja, ich habe auch, das ist halt, wenn man ein bisschen mehr Holz verarbeitet, merkt man schon A, wie ermüdend das ist. Voll. Und B, wie viel sauberer ein motorbetriebener Schleifer das macht. Und was wir leider beide nicht haben, richtig jedenfalls, was bei halt Holzarbeiten, Schleifen und sonst was so viel ausmacht, ist echt, wenn du einfach eine richtige Arbeitsfläche hast. Also wenn du halt einfach eine Arbeitshöhe hast, einfach deine Werkbank, kannst Sachen einspannen, hast halt Licht, hast Strom. Einspannen gerade. Das wäre so der Knaller. Weil wir uns dann entweder Klaus zu Hause oder Dirk in einem feuchten Keller, der eine Hobbit-Höhe hat, sich halt befindet und dann halt alles mehr oder minder schleift, sägt, schraubt, bohrt, dremelt, weiß nicht was, dremeln. Ja, aber das war so deine letzte, was hältst du denn davon, das haben wir ja beide dummerweise gekauft, von so multifunktionellen Geräten, so wie das Multitool von, wie heißt nochmal die Firma? Parkside. Ich glaube ja, wenn man ein gutes Multitool hat, dann kann das schon mal ganz nützlich sein. Ja, aber das passiert zum Beispiel, also ein Profi-Handwerker, ein Berufshandwerker nutzt kein Multitool. Natürlich nicht. Er beschreibt es ja, das beschreibt genauso wie, keine Ahnung, irgendwelche geilen High-End-Messer, die halt bei QVC verkauft werden und sagt von wegen, der sägt sogar Motorblock durch und dein Schuh hat keinen Koch. Das ist aber Porzellan-Bohrklinge. So, jeder Koch sagt, fick dich, ich hab dann halt schön das. Oder den Rocket Chef, oder nutzt kein richtiger Koch. So, und dann genauso ist es ja dann aus halt auch am Bau. Aus der Weltraumforschung. Ja. Kannst mal hier die Fräse sich hier vom Bau fragen, ob die halt der eine oder andere Sache mit einem Multitool bearbeiten oder sagen, Alter, wenn ich 200 Bretter schleife, dann nutze ich mich ein Multitool. Ja. Und wenn ich was säge, dann mit Sicherheit nicht mit diesem Das Multitool spricht natürlich genau Leute wie uns an, die denken so, ach, eigentlich säge ich so selten Sachen. Wenn mal. Das ist, wenn das dann doch mal vorkommt. So ein paar Sachen habe ich davon auch benutzt, auch dieses Farbabsplitter-Ding. Echt? Den Spachtel? Weil ich... Farbabsplitter-Ding. Naja, Spachtel, ja. Ist Spachtel. Für Gerüstbohlen, wo so Farb- und Lackkleckse dran waren. Ja. Dafür war es ganz... Aber ich hätte jetzt gedacht, du schiebst das Ding tiefer einfach ins Holz. Mhm. Ich habe gedacht, von der Führung habe ich das gesehen. Ging, wenn du da sauber drunter kommst, dann geht es. Also du hinterlässt natürlich auch Schramm, wenn du nicht sauber drunter kommst. Aber das Multitool ist natürlich an sich einfach Schrott. Also ich habe gedacht, mit Sicherheit gibt es halt von Bosch, ich weiß nicht, ob so Firmen wie Hilti oder Makita oder sowas halt auch so eine Dinger in hohe Qualität liefern, weil es ja einfach nicht deren Business ist, weil die sagen von wegen, für jede Arbeit haben wir ein Tool und nicht Multitool für den Handwerker, der nichts richtig kann oder was? Es gibt ja noch so als... jetzt magst du es auch, oder? Als Vorstufe zum Bosch irgendwie Einhell? Oder so, die sind quasi so die Discounter-Marke im Baumarkt. Naja, Bosch hat ja auch die Discount-Marken. Die haben jetzt mittlerweile Bosch-Profi-Geräte, aber die normalen Bosch-Geräte hat ja kein Handwerker. Ja, klar. Also deswegen, das ist ja... Aber ich meine, wie gesagt, wenn du halt als
Hobby-Handwerker-Bosch-Sachen zu Hause hast, weißt du ja schon, die gehen erstmal nicht kaputt für deinen normalen Hausgebrauch. Ja, aber dann hat ja Bosch Profi herausgebracht und zwar nicht für den Industriellen, sondern halt wirklich für den Home-Market. Weil für den Mann, der schon alles hat, außer ein leeres Konto. Weil es ja mittlerweile so Trend ist, dass die Leute halt einfach... Hallöchen. Weil die Leute halt einfach, wenn sie zu Hause auch nur dreimal im Jahr was machen, sich halt einfach hohe Qualität holen. Ja. Und dann will der Bosch natürlich mitmachen, sagt von wegen, okay, wir haben schon geile Akkuschrauber, aber jetzt können wir halt einfach wie Hilti einfach einen Schlagbohr-Akku-betriebenen, den du halt einen ganzen Tag benutzt, weil der Akku so groß ist wie ein Autoreifen oder so. Und dann holt sich halt Opa Puschinski halt so ein Ding und sagt von denen, ja, wenn ich dann aber mal über Kopf arbeite, dann kannst du eh nicht halten, die Dinger. Also ich habe da mal so einen Nachmittag damals in der Ausbildung halt über Kopf halt irgendwie in Zement einfach an der Decke bohren müssen mit einer Hilti-Akku-Ding. Ja. Fällt der Arm ab. Also auch mit beiden Händen und dann hast du auch Angst auf der Leiter, wenn du über 2 Meter stehst. Ja. Nicht nur, weil ich so ein bisschen Höhenangst habe, sondern weil du Druck einfach in die Wand bringen musst und nicht von wegen, weil du sonst kein Loch bohrst, sondern weil diese Maschine einfach so schwer ist, dass du halt erstmal gefühlte 15 Kilo in die Wand drückst und dann bewegt die sich ja auch noch. Und denkst, Alter, nee. Aber ich meine, du hast es ja jetzt schon erwähnt, also etwas, was wirklich jeder zu Hause haben sollte, ist ein Akkubohrschrauber. Ja. Also einfaches Gerät, was einfach super oft super nützlich ist. Das habe ich aber auch sehr spät mir geholt. Also ich muss sagen, Dito, weil halt einfach du funktional, wenn du halt sagst, ich habe einen Schraubendreher, den kannst du halt mit der Hand bewegen. So. Ja. Und der Akkubohrer ist ja halt selten zum Bohren außer Holz gedacht. Also schon in einer normalen Wand macht er so ein bisschen... Ich kam bei mir noch gut rein an die Wände. Also richtig? Okay. Ja. Aber ja. Also die meisten kannst du halt irgendwie Holz und Rigips ziemlich gut bohren mit den Baumarktdingern. Aber wenn du halt sagst von denen jetzt... Okay, wenn er voll aufgeladen ist, würde ich sagen, okay. Wenn ich sage, ich habe den jetzt irgendwie, weiß nicht, wann ich das letzte Mal benutzt und ich mache jetzt mal 4 Löcher, dann könnte es sein, dass er ab dem zweiten schon müde aussieht. Und dann ist immer traurig. Weil, also ich habe so einen Schnelllademodus, dann habe ich halt trotz alledem eine Stunde, sollte ich schon laden. Wahrscheinlich eine halbe Stunde habe ich halt die 2 Löcher durch, aber bei einer Stunde kann ich schon viel mitmachen. Aber da ist halt dann, also ich nehme dann schon immer eine klassische Bohrmaschine am Kabel, die ich dann einstellen kann von Bohren und Schlag, was ich noch total geil finde. Die alten Dinger, wo du dann auch drehen kannst, die Drehzahl, wenn du die verändern kannst, ist es halt dann auch praktisch, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier Zement und nicht Holz und sowas. Aber was ich gemerkt habe, dass das Bohrfutter sich halt dann irgendwann auch verändert. Also für alle, die jetzt nicht so konform sind, das ist dieser vordere metallische Teil von der Bohrmaschine, der so ein Knauf ist, wo sich dann Wenn halt du wirklich eine Wand hast, die da ordentlich gegenhält, dann ist also mechanisch leicht erklärt, wie da Ermüdungserscheinungen entstehen. Ja, ich habe jetzt ja nur das Bohrfutter beschrieben. Ja, genau, nein, ich meine halt. Ja, und da schraubst du halt deinen Bohrer mit rein. Aber generell ist der jetzt schon ein bisschen ausgenudelt. Und wenn du halt dann auch so eine bizarren Wände wie im Altbau hast, wo du das Gefühl hast, du triffst erstmal auf Putz, dann eventuell Holz, Backstein oder irgendwie aus Versehen Metall. Du weißt auch nie, ob da nicht in 150 Jahren mal jemand schon irgendwie 10er-Löcher gebohrt hat. Genau. Und ich habe letztens halt irgendwie, 8er gebohrt und... ich glaube, bei einem waren so 4 aufeinander und da waren 3 super und bei einem natürlich setzt du halt an und ziehst so 5 cm nach rechts und denkst, das ist Fräsen. Das habe ich doch gar nicht die Möglichkeit, habe ich doch gar nicht in meiner Bohrmaschine. Ja. Das ist dann so ein bisschen ärgerlich, weil du ganz klar weißt, okay, jetzt bohrst du trotzdem irgendwie schräg rein, spachst das Loch so halb zu mit Moltofüll, was auch sehr geil ist. Weißt du, kann man Moltofüll als Werkzeug, das ist ja ein Baustoff, ne? Ja. Aber das ist halt auch was total... Das ist ein gutes Tool. Genau. Sag mal, also so in dem, wie man auf Neudeutsch Tool benutzt, ja, Moltofüll ist, Also einfach, man macht Fehler. Es ist wie der Radiergummi am Ende des Bleistifts. Also in der Wohnung ist das braucht, super. Aber, ja. Also bloß nicht so, wie ich damals war, einfach nur draufspachteln, das war's. Das ist ja weit. Also immer sagen, das ist so ein 2-Tages-Projekt, dass man am ersten Tag das halt einfach dick spachtelt, dann 2 Stunden später in der Regel, wenn Luft dran kommt, härt es so nach 2 Stunden aus. Dann spachtelst du nochmal nach, weil sie das echt nochmal zurückzieht ins Loch, dann hast du eine kleine Beule. Und dann nächsten Tag kannst du dann halt das schön glatt schmögeln und dann kurz übermalen, dann ist wirklich weg. Wenn es dir scheißegal ist oder dein Eigenheim oder irgendwas oder im Keller, dann kannst du auch einfach nur zusprachen, dann war es das. Aber du kannst halt auch echt verschwinden lassen, das ganz praktisch ist. Besonders, wenn du keine Raufasertapete hast, wo du halt einfach immer Flecken siehst, die halt eben sind Ja, und nicht pickelig.
So. Wo ich jetzt gerade links gucke, ja, ich, genau auf so einen Fleck schaue. Auf einen? Ja. Das ist so eine ganze Linie, eine ganze Ahnenreihe an Flecken. Das Klaus dann halt irgendwie, weiß ich, 8 Löcher zugespachtelt und einfach nur so gelassen. Nicht ja, naja, es ist... Aber es schickt, es passt ja, zum Rest. Abgeschliffen müssen die meisten sein. Was haben wir denn noch? Was brauchst du denn noch ungefähr? Eine Säge. Ich könnte jetzt hier nach einer Liste anfangen, wo es echt so, genau, eine Säge ist halt super. Da gibt es halt verschiedene Sägen, würde ich sagen. Das halt, ich finde, so eine kleine metallische Bügelsäge ist nicht verkehrt, wo du halt sagst, von wegen, ich kann da mal halt irgendwie eine verknaddelte Schraube, die nicht mehr rauskommt, aber zur Hälfte dasteht, kann ich halt rausziehen, absägen, kann halt irgendwie scheiß Metall durchsägen. Dann ist halt natürlich sowas wie ein Fuchsschwanz oder wie wir haben, eine Japansäge. Ja. Ist für eine Holzbohle sowas echt, also bei normalem Holzfichte wie Butter. Was mich halt übrigens verwundert, dass der Griff der Japansäge nicht auch einen Aufsatz an der vertikalen Seite hat, dass du die auch als Fuchsschwanz benutzen könntest. Ach so, dass man halt eigentlich so, ja. Ja, weil er hat halt so einen Schwertgriff. Genau. Ne? Du greifst, aber es ist, glaube ich, weil die halt, die versuchen so von vorne bis hinten so klassisch zu kopieren. Ja. Und dann ist die halt einfach so. Na ja, aber das, und ist ja auch eigentlich vom Prinzip eher ein Zugwerkzeug als zum Schieben, dass du halt einfach gerade vorne führst und dann mit. Ja, ich hab heute auch ein bisschen was. Und die dünnen Fichtenbretter, das geht echt. Ja. Alles andere, was dicker wird, da wird es schon ein bisschen problematisch, weil die sich halt so verhakt. Ja. Ja, aber Säge... Ich meine, das ist auch nur im Prinzip von Winkel, ne? Also wenn du da eingeschraubt gerade am Tisch stehen würdest, dann würdest du eher führen können, als wenn du sagst, auf über Boden gelehnt, auf zwei Holzblöcken, die ich so als Arbeitsklötze habe. Es liegt selten am Werkzeug. Mir fällt noch was zum Akkuschrauber ein, ein Bitsatz. Ja, so viele Bits, dass man schon einen Byte hat. Heutzutage ist halt auch einfach ein Bitsatz nicht mehr, was in den 90ern ist, wo du dann halt einfach Schritz und Schritz. Die Kombination aus Kreuz und Schlitz ist bei mir Schritz. Wo du dann halt irgendwie alle möglichen Kreuz- und Schlitzaufsätze hast, Bits hast, sondern du hast jetzt heutzutage auch Imbus und hast du noch? Torx ist meist auch dabei und irgendwelche anderen Sonderaufsätze. Die sind ja irgendwie, ich glaube, bei mir sind wahrscheinlich so 50 oder so. Ja, aber das ist halt so krass. Plus, minus, also, früher musst du halt dann auch in so Spezialwerk, also allein in den 90ern war es im Baumarkt schon echt komplex, alles über Imbus zu finden. Mhm. Also wenn du halt irgendwie sagst, ich habe einen Torx hier, was? Oder wie bei der King of Queens Folge, wo Arthur meinte, er hat halt einen eigenen Schraubenaufsatz gefunden, indem er halt einfach nur, was war das, glaube ich, aus einer alten Schreibmaschine, das A von Arthur genommen hat oder so und wollte das festlöten, dann Schraubendreher, meinte, ich habe einen Aufsatz. Dachte ich, geil. Könnte man dann ja schon mit jedem Gesicht machen. Oh, das wäre natürlich geil. Personalisierte Schrauben im Internet verkaufen. Ich hatte es. Es ist ein Dirk-Aufsatz. Genau, dazu noch Schraubendreher, ein paar Feinmechanik-Schraubendreher. Ja, das, also ich meine, ist nicht immer notwendig, aber manchmal so, wenn man einen Computer repariert zum Beispiel, so die älteren, wo es noch ging, alles, was halt noch irgendwie ein bisschen geschraubt ist, so also Feinmechanik, ist natürlich auch immer schwierig, weil gerade Computerhersteller setzen halt auf teilweise super abgefahrene Schraubenköpfe. Ja, ja, das ist ja so, wenn es nicht halt geklebt ist. Oder? Ja, das ist das Beste, was ja inzwischen heute alles ist, damit es dünner wird. Also heute ist es echt alles ein Albtraum. Aber wäre dein Heißluftföhn nicht schlecht. Ja. Ich weiß nicht, ob du bei, also ich sollte mal wahrscheinlich bei so kleinen Elektronikbauteilen, du kannst ja schnell mal einen Poti oder einen Widerstand halt verlöten, verbrennen, wenn du da drüber föhnst. Ja. Ich habe die Verbindung gelöst und schmorst das LED-Display so ein bisschen durch. Ja, naja, aber also Feinmechanik, Schraubendreher. So, und ich glaube, damit hätten wir alles über Schrauben geklärt. Schrauben natürlich. Hätten wir alles über Schrauben geklärt. Nee, aber was man so grundsätzlich zu Hause haben sollte und natürlich Schrauben und Dübel. Naja, da wäre dann halt aber auch irgendwie Maulschlüsselsatz nicht verkehrt, um die Schrauben, die halt einfach einen Außensechskant haben und kein Inbus sind, zu lösen. Und dann halt auch. Den musste ich mir ja neulich von dir leihen. Ja, stimmt. Also den sogenannten, der ist auch nicht verkehrt, der Engländer, der verstellbare Maulschlüssel. Gibt es auch eine schöne Scrubs-Folge, wo der Hausmeister den Messer-Engländer bastelt. Verstellbares Messer? Nein, er hat einen Engländer und auf der anderen Seite hat er ein Messer. Okay, was? Hat das zusammengeklebt. Nicht schlecht. Messer-Engländer, praktisch, für Kinder. Also war wirklich ein Engländer, nicht irgendwie ein 10er Maulschlüssel oder sowas. Ich glaube, so eigentlich war es ein größerer Maulschlüssel, ja. Was ich dann auch noch empfehlen kann, weil Maulschlüssel ist nicht immer so lustig, ist dazu natürlich noch der Knarrenkasten.
wo du dann halt einfach auch die einzelnen Sechskant macht schon Spaß. Ja. Da ist dann natürlich praktisch, wenn man halt am Auto arbeitet, sprich halt irgendwie ganz großes Thema bei Reifenwechsel, der Mausschlüssel bzw. Knarrenkasten mit, wo du Newton einstellen kannst, die Kraft, die drauf, ja. Wie heißt der nochmal? Fuck. Schreibt uns jetzt. Ach, das ist mir gerade, vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Aber das Prinzip ist halt einfach, dass du einstellen kannst, wie viel Kraft auf die Schraube wirken soll, weil das halt laut Felge und Reifen und Auto und sowas kannst du es ganz genau wissen. Und dann knackt der Schraubenschlüssel immer einfach so. Und dann, das ist halt dann total praktisch, wenn halt, das nicht dieses klassische nach fest kommt ab. Ja. Und je stärker man wird oder älter und stärker vielleicht das Training ist, man denkt, ich kann ja noch. Und da ist nur ein Handfest bisher, nur Handfest. Besonders beim guten Schrauben bzw. bei guten Ratsche, da ist es ja dann echt schnell getan, dass du dann mal und denkst, fuck. Und vorher hast du dich noch so gut angefühlt. Ich kann noch. Das wäre nicht verkehrt. Alleine, wenn man so kleine Sachen macht, wie man ein Bild aufhängen, dann ist auch eine kleine Wasserwaage nicht scheiße. Oh ja. Weil oft nach Auge arbeiten. Wobei, da wäre ich ja dafür, nicht die kleinste zu nehmen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Es gibt ja immer so manche welche, die dabei sind, die halt nur die Libelle haben. Ja. Und also die halt wirklich dann einfach super klein sind. Ja, ich hatte für meinen Fernseher war so ein Fingerlanger dabei. Ja, hatte ich auch. Und dann habe ich meinen großen draufgelegt und dachte so, okay, das ist mehr so ein Tendenzding. Ja. Oder ganz gut ist natürlich dann solche Tool-Apps, so wie die Wasserwagen-App, wo ich denke, nee, Alter, das ist jetzt auch, nee, das ist nicht geil. Ja. Ja, was auch total geil ist, was ich aber nicht habe, ist halt so ein Laser-Abstandsmess-Gedöns. Ah, ja. Das finde ich echt immer ganz praktisch, aber das passiert bei mir so einmal im Jahr, wo ich denke, ach, jetzt so ein Ding haben. Außerdem glaube ich, du meintest Laser. Genau. Großer Content für unsere Zuhörer. Als ich letztens auf Eck halt zwei Haken in die Wand gebohrt habe, geschraubt habe, verdübelt habe, um meine Hängematte. Für deine Sexschaukel? Genau. Und da wollte ich irgendwie 3,70 Meter und dann habe ich halt dann irgendwie meinen Gliedermaßstab voll geöffnet. Den man auch haben sollte. Genau. Um Glieder zu messen. Ja, und nennt ihn nicht Zollstock. Auf den wenigsten heutzutage ist Zoll drauf. Totaler Dösel. Man misst ein Glied ja auch nicht in Zoll. Genau. Ja, das ist jedenfalls so der offizielle Name. Es tut mir leid. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Aber gut, es wird ja immer heutzutage noch Zollstock und Schraubenzieher, obwohl es ein Schraubendreher ist, Auspuff, bla, da gibt es halt einfach zu viele. Und dann ist Impuff. Genau, ja. Nee, sowas ist ganz geil. Die ganzen Maulschlüssel-Scheiße haben wir schon alles. Ein Hammer natürlich. Ein Hammer, also, stimmt. Ich meine, ein Hammer ist auch eine geile Scheiße. Ansonsten, bevor man mit einem, weiß ich nicht, Imbusschlüssel versucht, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Das passiert aber auch oft, dass man halt einfach beim Bohren danach dann halt einfach den Akkuschrauber nimmt oder die Bohrmaschine nimmt und dann halt einfach umdreht und den Dübel erstmal so provisorisch reinkloppt. So. Ja, sicher doch. Und das dann, weil manchmal haut dann tief rein. Der Hammer liegt ja in der Regel auch 2 Meter weiter. Ja. Das ist auch ganz praktisch, wenn man so eine Hose hat, die so ein bisschen ein paar Taschen hat, irgendwie so Cargohosen oder vielleicht tatsächlich so eine Zimmermannshose, wo dann halt auch die Hammerschlaufe hast. Also das ist dann echt schon praktischer Scheiß. Und alles immer am Start ist. Einhängen. Ja, und dann nicht halt irgendwie alle Werkzeuge im Mund stecken. Was ich immer komisch finde, irgendwie sich die ganzen Schrauben in den Mund stecken. Sieht auch schon immer ziemlich cool aus. Ja. Und wenn dann auch nicht in eine Brusttasche oder so, nee. In den Mund und natürlich immer bedenken das spitze Ende in den Mund. Ja, und ich habe vergessen, 5 Spacks in den Mund und die letzten beiden schön die Nasenflügel reinbohren. Reindrehen, damit sie halten. Ja. Ich habe auch richtig lange Spacksschrauben jetzt fürs Bett bestellt, in dem kleinsten Satz, den sie hatten, 100er. Ja. Jetzt habe ich 112 cm Spacksschrauben. Spax ist ja auch nur so eine Firma, was ja eigentlich selbstschneidende Holz- bzw. genau. Rigipsschrauben sind, also Trockenbau. Ja. Quatsch. Ja, die sind aber auch sehr, sehr geil. Also ja. Bei ab einer gewissen, ich weiß nicht, ab so vielleicht 8 oder so würde ich dann schon mal vorbauen, aber bis 6, glaube ich, kannst du das schon, je nach Holz natürlich. Wenn du richtig massives Holz hast, dann platzt sie das auch bei. Ja, das ist. Ja, ich meine, also wenn du halt tief reinschneidest. Aber die meisten Sachen, die wir halt so haben, sind, glaube ich, Fichte.
So, und ja. Da kannst du. Ja, das ist halt das, was man am einfachsten bekommt in Deutschland. Es steht ja an jeder Ecke so eine Fichte rum. So. Frei für die Ernte. Ja. 23. Was ist denn, gibt es ein Lieblingswerkzeug, wo du sagst von wegen, ey, das finde ich auf jeden Fall. Ich glaube einfach, weil ich es so oft benutze, halt der Schleifer. Obwohl. Der Schleifer. Nee, tatsächlich, was ich ja ganz gerne mache, ist das Holzflammen. Und ja. Mein Unkrautvernichter, den ich zum Holzflammen benutze. Den wir irgendwie 2008 oder sowas gekauft haben. Ja, irgendwie so 2008, glaube ich, ja. Ich habe den auch noch, ich habe den nie genutzt. Also außer einmal besoffen, lustig, haha und ja, so. Also halt, man schraubt eine Gaskartusche an, das ist ein bisschen wie eine Lötlampe, nur dass man halt einen längeren Stab hat, was ganz praktisch ist, wenn man ein bisschen Holz flammen will, dass du nicht die ganze Zeit mit der Gaskartusche in der Hand direkt dran sein musst. Aber ich habe schon mal gesehen, so ein paar Videos, aktuelle Videos von modernen Lötlampen zum Flammen. Alter, die sind aber auch geil. Mit so richtigen krassen Griff und sowas. Und also früher war dann echt, wo du sagst, scheiße, machst jetzt punktuell noch rein und der Rest ist, und jetzt. Ja, naja, also ich meine, es ist ja nur eine provisorische Lösung, aber das funktioniert schon ganz gut. Man hat ein bisschen auf Abstand, kommt auch ein bisschen in die Kanten, ohne sich ja zu sehr runterbeugen zu müssen die ganze Zeit. Zum Holzflammen ist halt ganz schön, um das so ein halb antikes Muster da reinzubekommen. Sieht halt einfach gealtert aus. Antikes Muster? Naja, ich meine halt, wenn Holz erinnert richtig, irgendwie richtig, mal Leopard. Richtig altert. Sieht aus wie ein Tier. Ja. Und halt macht es ein bisschen härter, was feuerbeständiger noch. Und ja, einfach ein bisschen einheitlicher, wenn man unterschiedliche Hals hat. Es gibt ja verschiedene Varianten. Ne? Leute, die halt sagen, dass fürs Muster, dass man halt diese, also was du glaube ich genau, machst, ich flamme das Muster ein und öle das dann fest. Ja. Also mach den groben Ruß ab. Und ich habe halt auch schon gesehen, Leute, die halt dann richtig das richtig verbrennen und dann mit einer feinen Drahtbürste halt dann einfach die obere Schicht halt abkratzen und somit sich dann halt die feineren Ringe aus den Maserungen dann halt rausschubbern, dann schleifen die rüber und dann ist das halt durchs Flammen oder durchs Verbrennen richtig versiegelt und dann passiert halt nichts mehr. Habe ich selber nicht gemacht, fand ich halt auch schon mal. Ich habe es auch noch nicht gemacht, mir ist es ein bisschen riskant, vor allem nachdem ich Holz bei mir einfach verkohlt habe und da auch mit der Stahlbürste nicht mehr dem nicht beikomme. Ja. Also das ist halt einfach jetzt ein Block Holzkohle. Aber da hat auch was, aber jetzt nicht für den Zweck, für den ich es haben wollte. Ich habe noch bei den ganzen Maulschlüsseln und sowas haben wir die Ringschlüssel vergessen. Die sind natürlich praktisch, wenn du halt einfach ein Sechskant und die ganze Zeit dann rumschraubst. Dass der halt dann nicht irgendwie abrutscht. Eine Zange? Eine Kombizange habe ich genau gerade hier, was halt natürlich auch nicht fehlen sollte. Kombizange ist auch was ein richtiger Handwerker nie nutzt, aber ist halt eine Kombination aus einem Seitenschneider, ich glaube eine Flachzange und noch irgendeine andere Zange. Ach, kommt nicht drauf. Es gibt diese feinen Zacken vorne, dann ist meist so eine Spitzen in der Mitte und hinten ist dann der Seitenschneider und die Spitzen weiß ich nicht, was ist. Ah, genau, das soll die WAPU sein, die Wasserpumpenrohrzange, nachmachen. Was auch wieder eine geile Zange ist, also eine richtige, richtige WAPU, die macht dann auch richtig Spaß, so richtig verstellen. Die Originalen aus dem Klempnerwesen, das sind ja nicht die normalen, die du im Baumarkt findest, die halt Edelstahldinger sind, sondern die sind verzinkt oder ist da Kupfer dran? Auf jeden Fall irgendwie ein Metall, was auf anderes Metall nicht so kratzt. Okay, so, also das könnte verzinkt sein. Aber die Leitungen sind ja auch Kupferleitungen, ne? Ja. Ich habe da überlegt, was Kupfer und Kupfer. Aber wahrscheinlich ist es zu weich, deswegen wahrscheinlich. Ja, aber da habe ich damals auch in der Ausbildung bei DT Immobilien, kann ich sagen, weil die Firma nicht mehr existiert. Da gab es halt auch, da haben wir übrigens eigentlich den Facility Manager gegeben, also den modernen Hausmeister, derjenige, es hieß bei uns immer inoffiziell, wir machen alles und können aber nichts richtig. Und so war es halt auch. Da habe ich echt viel Scheiß gelernt. Und unter anderem dann halt auch, dass es auch richtig gutes Werkzeug für einzelne Arbeiten gibt. Und ich dachte mal, ja gut, das ist, da hast du halt dann eine, besonders diese Wasserpumpenrohrzange, die man zu Hause hat, das sind ja die total wackelig sich zu verstellen, ich weiß nicht, ob du eine hast, die sehr wackelig sind beim Verstellen. Ja, das bei mir ist auch der Metallstift zum Verstellen rausgebrochen. Ja, das super. Heißt, ich muss den jedes Mal wieder reinstecken und dann halt, der muss halt einfach nur für die Dauer, die ich dann es eingestellt habe, halten. Das ist nicht der Grund, dass man sagt, von wegen, wenn ich meinen Finger dagegen und irgendwas zuklebe, dann funktioniert es. Im Endeffekt ist es offiziell kaputt. Ja. Aber man sagt nicht von wegen, aber ich brauche es ja auch nicht jeden Tag. Und deswegen ist es halt so, ne, dann behalte ich die lieber, bevor ich mir das nächste Mal, wenn ich es brauche, eine neue hole. Das ist die Sache, wie oft habe ich Kleider und sonst was schon aussortiert aus meinem Kleiderschrank, aber ich kann mich nicht erinnern, mal Werkzeug auszusortieren. Das Multitool kommt jetzt weg bei mir.
Das ist eine gute Idee. Das ist der, vor allem der Schleifaufsatz, da ist völlig durch. Der Klettaufsatz, den habe ich mit doppelseitigem Panzertape festgemacht. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich eigentlich sagen sollte. Das Problem ist natürlich auch, immer so Elektrowerkzeuge zu entsorgen. Ja, genau. Die kannst du ja nicht wegwerfen, einfach im Haus, in ein Haus. Also manchmal in Berlin ist es die orangene Tonne. Für kleinen Elektroscheiß. Ob das in Deutschland weit überall so ist, weil gelb und blau und sonst was sollte ja überall, ist schon überall gleich. Ja. Aber, ist auch nicht überall gleich. Es gibt auch gestreifte Tonnen, egal. Und da kann man die jedenfalls bei uns die wegschmeißen. Aber das stimmt schon. Also das Einzige, was bei mir wirklich funktioniert am Multitool, ist der Motor. Mhm. Ja, das ist halt immer schade, wenn der halt noch... Aber denkst du, wofür denn? Ja. Weil ich ersetze ja auch nicht an der Halterung die Stifte, die auch schon irgendwie... alles. Ich hatte halt, das ist so ein 2 Finger breiter Aufsatz, der halt Metall schneiden sollte. Mhm. Und dann habe ich damit halt irgendwie mal, ich glaube, 5 rostige Nägel aus einer Europalette rausgesägt. Und dann waren schon 2 Zähne rausgebrochen. Ja. Weil das war das Erste. Und die ersten beiden Schrauben gingen echt wie Butter. Mhm. So und dann weg. Ja. Dann dachte ich, geil, super. Weil ich wollte halt diesen Look haben, dass ich da kein Loch habe, sondern dass man da halt so Metallblitzen sieht. Ja. Und dann war es dann halt schon weg. Und dachte ich, so eine Scheiße. Und das, aber apropos rostige Schrauben. Und wenn man halt irgendwie ein bisschen älteres Holz verarbeitet oder aus Palettenholz, ein Kuhfuß. Ja. Ja, oder Kuhfuß, Brecheisen auch genannt. Ja, ja, das stimmt. Ist schon echt, also je länger, desto mehr Druck kann man natürlich aufbauen. Natürlich ist halt irgendwo, was man zu Hause hat, ein bisschen die Grenze gesetzt, wie lang man das Ding lagern möchte zu Hause. Oder? Ja, ich glaube, meiner ist auch so, weiß ich, 30 Zentimeter lang. Ja, meiner ist, glaube ich, 40 oder irgendwie so in dem Dreh. Also auf jeden Fall kürzer als meine Wasserwaage. Auch gut, wenn man zufällig in Half-Life 2 aufwacht. Den Gag habe ich jetzt nicht geschnallt. An Half-Life 2 ist es die Standard-Handwaffe. Echt? Ja. Ein Brecheisen? Ja. Oua. Gordon Freeman mit dem Brecheisen. Ja, das stimmt. Ich kann ja hier einfach mal weiterschauen. Ja, aber die Kombizange, jetzt ganz ehrlich, da habe ich schon öfter mal eigentlich damit Nägel immer rausgezogen. Also selbst muss ich sagen, weil ich damals eine Elektriker-Ausbildung gemacht habe, ist halt ein richtiger Seitenschneider auch schon 1000-mal geiler als so ein Scheiß. Kleine Nägel ziehe ich immer mit einem Schweizer Taschenmesser raus. Das ist auch ein geiles Werkzeug, also richtiges Schweizer Taschenmesser. Ich habe eins zu Hause, das Messer ist immer noch super scharf, die Schere ist scharf. Mit der Säge habe ich letztens, das habe ich schon wieder vergessen, sage ich nicht. Die habe ich auch schon öfter benutzt, ja. Was sehr praktisch ist, vielleicht auch einfach mal ein Spachtel, haben wir ja vorhin schon beschrieben. Dafür braucht man auch dann irgendwie, nicht nur für eine Pizza. Habe ich auch gerade welche zu Hause. Auch gerade, als ob die so... Gerade frisch reingekommen. Und natürlich, vielleicht, wenn wir von Werkzeug reden, bisschen Schutzausrüstung. Um so die wichtigsten Sachen, du hast es gerade drauf. Eine Schutzbrille, ein Mundschutz, Handschuhe, ein Penisschutz, feste Schuhe. Gehörschutz ist auch nicht schlecht. Gehörschutz, ja, da muss ich ja sagen, du benutzt wahrscheinlich echt einen Gehörschutz. Ich habe immer meine Kopfhörer mit Gummipfropfen drin. Ja. Nicht ideal, aber das ist schon. Also ich meine, wenn ich den Straßenverkehr nicht höre, wenn ich auf der Stralauer unterwegs bin, dann ist es, glaube ich, für eine Stunde Schleifen auch fest genug. Ja, nee, ich habe richtige Mickey-Mäuse, ich habe halt eine richtige Arbeitssicherheitsbrille. Aber das halt, wenn du die Ausbildung mal gemacht hast, also und ich fand die jetzt nicht geil, ich wollte drin auch nicht arbeiten, aber generell die Basis, so, also Werkzeugkunde hatten wir tatsächlich. Ja. Und da war das schon echt praktisch, dass man halt wusste, du musstest halt immer mit deinen Arbeitssicherheitsschuhen und sowas. Mhm. Das habe ich damals immer, die habe ich leider irgendwann weggeschmissen, ich Trottel, weil die waren echt zum Arbeiten einfach irgendwo super, weil da kann dir halt auch einfach mal ein Akkubohrer auf den Fuß fallen. Ja. Und nichts passiert. Und nicht so, ich habe dann halt immer meine dicken Winterstiefel an. Aber suboptimal, aber naja, besser als mit leichten Sneakern. Achso. Ja. Langes Schweigen. Das ist das wichtigste Werkzeug im Werkzeugkoffer eines Handwerkers. Langes Schweigen. Erstmal eine Wand angucken. Ja. Ja, Plan, ne? Ist ja super. Plan wie eben oder Plan wie ein Bauplan? Wie ein Bauplan. Ah. Ja, ich habe mein. Okay. Nee, mein, ich habe jetzt für das Bett auch einen Bauplan gemacht, weil ich musste das ja auch zuschneiden lassen im Baumarkt, die Kanthölzer. Genau, das ist so ein Traum von mir, dass man halt einfach eine Tischkreissäge mit Gehrung zu Hause hat. Das ist, du kannst aber so die viel brauchen Scheiß. Wir halt so selten. Ja, das ist halt eigentlich nicht zu verantworten, aber letztens, so eine Tischkreissäge zu machen.
Bei Parkside hier, Dings, ja, wie aber teuer war die? 69 Euro oder so? 69 oder 99. Es gab neulich mal noch eine andere. Die du dir einfach zu Hause auf deinen Schreibtisch nageln kannst. Ja, aber das, wie oft brauchen wir die? Ja. Ach, das ist halt immer, das ist immer so ärgerlich. Wenn, also ja, gutes Angebot. Und ja, oft ist es halt einfach geil, aber wenn man es halt einfach echt nicht braucht. Bei Kleinscheiß, bei zum Beispiel eine Feile ist manchmal auch nicht schlecht, ja, zu Hause zu haben. Schrubbfeile, Schlichtfeile, kann man schon vieles Geiles mitmachen. Metall und Holz und hast dich gesehen. Und da denke ich dann immer... Eine X-Feile, die unheimlichen Fälle des FBI. Kommt jetzt Werbung? Und da denke ich zum Beispiel immer an einen Schraubblock. Ja. Und dann schön Schraubstock. Schraubblock, ich glaube, das ist regional. Oder ist das... Ah, Hallöchen. Und das, oder halt auch einfach nur Schraubzwingen. Mhm. Beziehungsweise, ich bin ja groß geworden auch mit dem Bett Dingen. Ganz praktisch. Ladies. Männer, Dirk 2000, A7, Hallöchen. Passwort A7. Die haben gesagt, ich muss einen Buchstaben und eine Zahl benutzen. Nee, aber damals waren halt einfach Schraubzwingen, waren dann halt einfach mal so 7 Kilo schwer. Und jetzt hast du ja diese krassen, weiß nicht, was sind das, einfach nur Klemmen, diese Plastikklemmen, die dir echt einfach den Finger zerquetschen, wenn du dir einfach mal so aus Spaß dir einen Finger, was man in die machen sollte. Sagen wir Finger. Aber das ist halt dann auch irgendwie krass, wenn du, wenn du sowas zu Hause hast, weil es ist einfach total platzsparend und du brauchst halt also nichts in der Sekunde. Brett hingelegt auf dem Dings, ja, so will ich sägen, klemm, klemm, zack, fest. Und ich habe dann immer meine geklaute 1,50 Meter Schraubzwinge vom, weiß nicht, lag bei uns im Keller, irgendwo habe ich mir jetzt angeeignet. Und damit schraube ich dann halt immer Bretter und sowas fest und brauche halt eine Stunde, dann passt unten unterm Tisch nicht so richtig und kommst nicht hin. Oh, da denke ich auch mal so, ja, ich könnte sie ja mal bei Lidl kaufen. Nee, warum auch? Warum? Du hast was im Keller, nutzt das. Ja. Und Werkzeug wird ja nicht bis schlecht. Bis es kaputt geht. Genau. Ja. So wie man den alten Lack nicht wegwirft, der noch im Keller ist, auch wenn er eigentlich schon getrocknet sich den Weg aus der Dose gebahnt hat. Ja. Aber vielleicht ist da noch ein Tropfen drin, den ich irgendwie gebrauche. Also zähle ich jetzt auch mal zu Baustoff, Werkzeug etc. halt irgendwelche Öle sind mal nicht geil, nicht verkehrt. Pinsel? Pinsel ist ja ein und Werkzeug. Das kann ich ja empfehlen. Für Holzöl Schwammtücher, die man bei Lidl bekommt. Also nicht so nicht fusselnde Lappen. Weil aber reicht es nicht einfach, also ich schmiere es einfach nur drauf und lasse es einziehen? Ich wische das immer ab damit, um das gleichmäßiger zu verteilen auf der Oberfläche. Aber du hast so einen Pinsel zum Verteilen. Ja, aber das ist wirklich dann noch einmal wirklich rüber und den Überstand und gerade wenn man halt so Bauholz hat, aus den Astlöchern oder so, quält es ja immer wieder ein bisschen raus. Ja, aber dann lasse ich es halt einfach ziehen. Weil manchmal muss es bei mir 2 Tage ziehen oder sowas. Weil manchmal ist es halt auch, wenn ich halt so altes Holz hatte und das eingeschmiert habe, das konnte ich echt, also ich hasse es, wenn man drauf steht, 2-3 Mal ölen, dann ist es sicher, weil dann weißt du, es wird eine Woche irgendwie, vergiss es einen Tag. Eine Schicht. Ja. Was, wir benutzen ja auch andere Öle. Genau. Nee, ich meine, das Öl, das ich hole, da steht es halt auch drauf. Das Baby- und Massageöl für mein Holz. Na Baby, wie gefällt dir die Massage? Besser als... Ja, so. Ich benutze ja, also du ja eher Arbeitsplattenöl und ich Hartöl. Was man auch für Böden und so benutzen kann. Ach, okay, ich habe ja nur Arbeitsflächendings. Mehr Harzanteile hat. Ah, Harz. Harz. Wenn ihr halt irgendwelche Elektroarbeiten zu Hause macht, kleinen Dings, jeder hat halt diese Scheiße, die eigentlich Elektrotechnik ja nicht zugelassen ist, laut VDE 100, ich habe keine Ahnung, sind halt einfach der Lügenstift beziehungsweise der einpolige Spannungsprüfer, der aussieht wie so ein Schraubendreher mit einem Lämpchen im Griff. Das ist totaler Schwachsinn, aber der wird gerne genutzt. Eigentlich sollte man 2-poligen nehmen, weil der dir dann auch sagt, nicht von wegen, dass eine Spannung drauf ist, sondern wie hoch die Spannung ist, weil manchmal gibt es so genannte Phantomspannung, das heißt, die Leitung ist eigentlich nicht angeschlossen, aber irgendwie durch elektromagnetische Schwingung, keine Ahnung, hast du dann da halt irgendwie noch 1 Volt oder du hast dann eine Kartoffel am anderen Ende und irgendwas, egal. Und dann denkst du, da ist was drauf, beziehungsweise andersrum geht es halt auch, dass der einpolige Spannungsprüfer manchmal nicht zeigt und dann bist du halt da am Rumfummeln. Und meist macht man nichts, aber gelernt ist, dass man halt bei jedem Schlag zu Hause kannst du bis zu 3 Tage später noch Herzrhythmusstörungen kriegen. Und das wäre ja blöd, wenn du gerade konzentriert beim Autofahren bist oder irgendwas und denkst, na los. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe während der Ausbildung, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal richtig eingewischt gekriegt. Einmal sogar auf einer Aluleiter bei 3 Meter, da habe ich echt Schiss gekriegt, dass ich wegsegel. Weil ich bei mir im Bad auch mal einen. Oh, im Bad? Ja. Aber hast du hier nicht so einen Schutzschalter?
Nee, es war... Der eigentlich überall in Mietsversand sein müsste. Ja, nee, es waren die Anschlüsse von der... da, wo man den Spiegelschrank okay. anhängt. Hast du mit der Zunge umgelenkt? Nee, ich hab die einfach umgeklappt und den Spiegelschrank angehängt. Dann habe ich halt drüber gefasst und bin dann da rein. Und die lagen da offen rum. Ja, danach habe ich es auch mit Isoliertape umwickelt, was ich wahrscheinlich was vorher hätte machen sollen. Was auch kein schlechtes Tool ist. Ja, also Klebeband generell. Also man, ne, man sagt ja immer, wichtiges, ne? Klebeband und WD-40. Ja, ich meine Isolierband für sowas. Ja. Und ansonsten Duct Tape ja. für alles, was locker ist und fest sein sollte. Und WD-40 für alles, was fest ist und locker sein sollte. ja, das war auch mal eine gruselige Empfehlung, irgendwie unabhängig voneinander. Amazon hat drei Sachen mir empfohlen und eins war halt irgendwie, ich glaube, so ein festes Schiffertau, dann halt irgendwie Duct Tape und auch irgendwas anderes Gruseliges. Ich dachte, Roofies und ein Van. ja, das war echt eine ganz bizarre Kombi. Ich dachte, was soll das sein? Ja, also schön ist ja auch immer, was, das sind wahrscheinlich alles so Luxussachen. Also manche haben ja so krasse Sachen zu Hause, weil die entweder die Ausbildung drin gemacht haben und darin arbeiten oder halt, keine Ahnung, der Vater hat mal sowas verschenkt. Was ich letztens so gedacht habe, eine Drehbank ist ja auch geiler Scheiß. Oder manche, ja. Ich verwechsel immer. Wo man sich schön ein Tischbein machen kann. Genau, es gibt halt ja irgendwie den Drechsler und die Drehbank. Und eins ist für Holz und eins ist für Metall. Okay. Und ich glaube, die Drehbank ist eher für Metall und der Drechsler ist für Holz. Aber ich verwechsel das. Ich kann es dir weder in die eine Richtung noch die andere. Vom Namen her, da kommt mir auf jeden Fall das Nächste, was ich sehr geil finde, wenn man im Garten arbeitet, was wir damals mal geliehen hatten, weil wir irgendwie, glaube ich, zwei Bäume komplett klein gemacht haben. Ein Häcksler. Geiler Scheiß, aber einfach nur, um ganz viel ganz klein zu machen und gleichzeitig befriedigt das halt auch irgendwie diesen Drang, Dinge mal kaputt zu machen, konzentriert. Man muss sich total zwingen, nicht die Hand reinzuhalten. Dirk, ja, ja. Es gibt bei jedem Häcksler immer so eine geile rote Markierung, so ein Point of No Return, wo du denkst so, ehrlich, wirklich, wenn ich das wirklich machen würde, würde mich so eine rote Linie abhalten. Nein! Um ehrlich zu sein, ich bin mir sicher, nach der roten Linie hast du noch 10 cm Platz. das Am besten einfach mal einen Gliedermaßstab reinhalten. Ja, und halt ihn fest. Du bist immer stärker als die Maschine, nicht vergessen. Ja. Ist wie beim Schraubendreher halt auch. Hast du schon mal mit einer richtigen Bohrmaschine dich dann halt in so einer alten Altbauwand, so verdreht, dass dir dann... Dann so, 90 Grad nach rechts oder sowas? Ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Echt? Ich habe echt ich habe in den Wänden hier echt gute Erfahrungen gemacht. Aber also ich habe das schon mal über Kopf gehabt. Und da ist dann halt, also erstmal geht es voll aufs Handgelenk. Schaukel. Und das zweite Mal ist dann halt auch einfach deine Haltung. Du segelst dann mal fast von einer Leiter, wenn du sowas machst. Aber generell, was sind denn so Werkzeuge, die man jetzt vielleicht nicht haben muss zu Hause, aber wo man sagt, das wäre schon mal ganz geil? Also meistens sehr groß, elektronisch oder gar benzinbetriebene Dinger, so wie so ein Rasenmäher. Verdichter. Oder so. Ein Verdichter. So ein Rüttler. Ein Rüttler, ja. Oh, den habe ich auch schon mal. Hast du schon mal benutzt? Ja, im Keller der Glühlampe. Ah, okay. Benzin getrieben. Warst du danach müde? Ja. Ist aber auch anstrengend, so eine Arbeit. Weil so viel Kohlenmonoxid und so wenig Sauerstoff. Weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Oh, ey, ich lege mich einfach mal ein. Soll ich Motor ausmachen? Lass laufen. Nee, komm, hier ist gut. Es beruhigt mich, das Geräusch. Das ist aber echt das geil. Das ist ein lustiges Werkzeug, aber das brauchst du ja de facto nie. Ist so wie eine Zementtrommel. Ja, wenn du sie brauchst, brauchst du sie. Habe ich auch schon mal benutzt. Habe ich auch schon mal benutzt. Auch in der Glühlampe. Aber was du da alles gelernt hast. Naja, weiß ich nicht. Mischungsverhältnis 2:1, oder? Oder 3:1? Das ist 1000 Jahre her, das kann ich ja nicht mehr Außerdem sagen. Hat ihr wahrscheinlich da auch alte Glassplitter reingeschmissen und alles, ja, was nö, das, beim Bau das, macht. Ja, das macht den Beton härter. Ist denn ein Werkzeug, was man nicht unbedingt braucht, was zu Hause haben sollte? Naja, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel meine Tischkreissäge mit Gärung. Ja, ja, okay, ja. Das ist, wenn man halt wirklich einfach einen geraden Holzschnitt machen möchte. Aber es ist oder halt, Vertiefung. Ja. Also weißt du, von wegen, du hast halt einen Balken oder ein Brett halt mit, 30er Dicke und sagst aber 15 und dann hast du, oder du sägst dir halt eine Fuge oder sowas. Ja, ja, ja. So Nut und Feder selber. Total, das ist halt so ein Steckprinzip. Ja, das wäre für mein Bett auch natürlich geil, aber
Das finde ich zum Beispiel auch geil. Dieses alte Prinzip von Möbeln selber bauen und dann halt klassisch, keine Ahnung, asiatisch oder vielleicht so alte, wie so alte Bauernschränke, einfach nur stecken. Alles stecken dann. Du hast keinen Holzdübel, du hast keinen Kleber, du hast keine Schraube, keine, du steckst den Scheiß zusammen. Voll gut. Also obwohl halt so alte Bauernschränke ja schon, oberste Teil ist halt dann irgendwie, glaube ich, verleimt gewesen, das untere Teil verleimt und der Rest ist dann halt gesteckt. Aber trotzdem sind die großen Elemente dann halt einfach mit Steck verbunden. Ja. Was ich letztens, beim Einkaufen dir schon erzählt habe, was mir empfohlen wurde, richtig geiler Dremel. Dröge, ein Dremel. Oh, das war so ein Multifunktionstool auch schon wieder, was auch kein Mensch nutzen würde, aber so Feinarbeiten oder wenn man irgend so eine schöne Holzbastelarbeit machen möchte. Da ist dann halt so ein Dremel mit 70 verschiedenen Dremelaufsätzen und so eine kleinen Schleifaufsätze und Polieraufsätze und Gravuraufsätze. Das fand ich ja halt auch total geil. Mhm. Nur ein Bild, was ich schon erzählt habe, hat jemand dann halt irgendwie so einen alten Holzschnittstich danach empfunden und da habe ich gedacht, ach, das finde ich schon ganz geil. Wenn du dann halt auch sogar in Metall gravieren kannst und so. Ja. Also ich habe das habe ich auch nicht noch. Ein Lasergravur-Ding? Also ich habe einen Lötkolben zu Hause, den ich selten zum Löten nutze, sondern eigentlich immer nur zum Gravieren oder brennt irgendwas in Holz. Und das ist schon ziemlich geil. Das macht halt auch Spaß, wenn es einem gefällt. Aber es macht halt schon Spaß. Ich habe früher mal so einen Typen, also das war eher so fernter Bekannter, der hatte halt so Drehbank oder Drechsel oder sowas zu Hause und die haben halt auch so ein fetten Stück Haselnuss, das so gerade gewachsen hat und einfach nur einen Baseballschläger sich gedreht. Das Ding war dann aber auch so lang wie sein Bein. Und da habe ich gedacht, ja, cool, aber das sieht eher aus, als ob man damit einen Drachen einen Kopf abhauen kann. Und du kannst ihn halt nicht, also was Fritz und ich ja immer gerne besprechen, Klaus Schirm, in engen Räumen Waffen nutzen. Ja. Und dass wir gesagt haben, ja, wenn da habe ich meinen Dreizack und bla. Und dass ich gedacht habe, als ich jetzt vor kurzem in Schottland war, war ich im Polizeimuseum in Glasgow. Ein Dreizack, das war eine geile Waffe für den Hausgebrauch. Hast du nicht hier deinen Dreizack? Wenn ein Dieb reinkommt, ein Dreizack. Ich habe zwei Seigabeln. Ja, das ist doch ein kurzer Dreizack. Ist das doch. Ist eine kurze Heugabel. Ja, oder so. Jedenfalls fand ich die klassischen Knüppel der Polizei aus England total geil, weil die halt einfach so eine Close-Range-Dinger hatten. Und genau, und du hast halt einen richtig guten Griff. Du kannst damit locker halt irgendwie alles, was von oben kommt, irgendwie blocken. Und du kannst echt aus kurzer Bewegung echt. Und du machst halt nichts Massives kaputt. Was ich auch immer denke, wenn du zu Hause jetzt eine Machete ziehst. Ich habe eine Handgranate zu Hause. Vorbei. Was manche ja so haben, sagen, ich habe da halt irgendwie eine Machete oder ein dickes Messer oder sowas. Aber nutzt das mal so. Also auch wenn du sagst, ich kann ja da nicht richtig mit umgehen. Ja, aber stich einfach mal jemanden in den Bauch mit 15 Zentimeter. Ist schon doof. Wenn halt That's what she said. Aber wenn du halt einfach so einen kleinen, kurzen Knüppel doof über den Körper ziehst. That's what she said. Dann wirst du nicht davon sterben. Ja. Ja. Ich hatte früher immer so Schnitzwerkzeuge, so ein Schnitzermesser und so ein, du hast doch hier noch so ein, wie heißt das, ein Hobel. Das ist so ein Hobel. Hast du einen Hobel schon mal benutzt? Ja. Nicht so spannend. Ja, ein Hobel ist ein Scheißwerkzeug, weil man es eigentlich nie braucht. Wie breit ist der Schnitt, das Abtrag, den Span, den du abziehst? Weiß nicht, so 2-3 Zentimeter würde das sein. Also könntest du eigentlich auf einem Brett eine Vertiefung hobeln. Aber die ist eben dann, ne? Ja. Die wird ja nicht in der Mitte tief, sondern du kannst halt. Genau. Aber kannst, ist der ja, so gut? Glaub, aber okay, da musst du auch richtig richtiges. Nee, ich weiß, könnte ich, glaube ich, versuchen. Aber du kannst ja nicht auf dem Boden hocken, du musst ja schon richtig machen. Das müsste ich einspannen, ja. Ja, der Hobel ist so mäßig. Ist auch, weiß ich nicht, so ein günstiger Baumarkt-Hobel für 20 Euro oder so. Apropos, da fällt mir ein, so eine kleine Maurer-Spachtelkelle. Mhm. Die ist halt auch nicht schlecht. Also dieser Gummipott. Der schwarze Gummipott, wo du halt dann einfach mal Putz anrühren kannst oder so. Also was größeres Loch, was halt Motefüllmäßig jetzt nicht passt. Da kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Los, erzähl. Ich hatte in meiner alten Wohnung hatte ich eine Klimmzugstange über meinem Badezimmer. Das war eine Piepstraße Nummer. Piep! Genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und dann müssen wir das rauspiepen.
Nee, Piep reicht. Und die Wand war dummerweise halt keine tragende Wand. Das heißt, es war so eine, das war zwar keine Trockenbauwand, aber es war halt, die war halt, glaube ich, so 4 Finger breit oder sowas. Und da habe ich versucht dann halt, das waren sogar 10er Bohrung, also 10er Dübel sollten da rein. Insgesamt für das ganze Ding sollten 16 Löcher gebohrt werden. Und ich habe das natürlich dann probiert und da ist fast bis zum Anschlag, also bis durch dann halt Dübel drin. 10er? Ja. Weil 16 Zähne? Das war so eine richtig massive, große, das sah halt aus wie so ein, das kanntest du doch, das Ding. Ja, das ja, aber Griff. 16 Zähne? Ja, aber du das, hattest ja auch so ein Armlänge raus. Das hält raus. Doch eine Tonne. Ja. Ich habe letztens die Schrauben gefunden bei mir. Ja. Und das war wirklich, Quatsch, das waren 8. Weil mein Fernseher, also meine Fernsehhalterung hat, glaube ich, 4 Zähne und hält irgendwie so 150 bis 200 Kilo. Das ist aber auch nicht so viel, oder? Wenn ich überlege. Naja, wenn ich mich dranhänge, nicht, aber für den Fernseher reicht's. Aber ich habe 4 Achter für meine Hängematten-Dings und das hält 200 Kilo. Ja. Naja, egal. Jedenfalls habe ich halt diese Bohren da gemacht, habe das festgeschraubt, habe schon gemerkt, diese Wand war auch so ein bisschen puderig. Also irgendwie weiß ich nicht, ob da Backsteine dann sich dann irgendwann auflösen oder sowas. Dann habe ich mich drangehängt und hatte ich das Ding schon halb in der Hand. Also der Winkel von 90 Grad hat sich dann verändert zum Spitzenwinkel nach unten hin. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Da habe ich gerade in Bremen gedreht und da hat halt irgendwer, glaube ich, von der Aufnahmeleitung, als ich die Story erzählt, meinte, ja, wenn das so Ding so schmal ist, dann mach doch einen Durchbruch und von der anderen Seite ordentlich fett Unterlegscheiben, also richtig die großen, ja. Die halt dann die Kraft halt auch. Da dachte ich, ja, stimmt. Und dann habe ich das halt auch gemacht und habe dann halt auch so ein Loch gehabt und dann habe ich dann, als ich ausgezogen bin, das dann ausgeschraubt und habe gemerkt, ach scheiße, vorne durch immer das Ranhalten und immer den Druck drauf, wurde dieses Zehnerloch dann halt, weiß ich, ich konnte da 4 Finger reinstecken. Also es wird riesig groß. Es war ein Durchbruch durch die ganze Wand. Und ich habe da, glaube ich, über 2 Wochen lang immer Multifüll reingedrückt und also habe dann immer bis zum Spitze und dann versucht das irgendwie so, genau, ich habe das dann immer, was auch sehr geil ist, Kreppband. Damit kann man so viel abkleben, einfach wie abziehen, zum Malen, bla bla. Also das ist auch praktisch, wenn ihr ein großes Multifüll-Loch habt und sagt von es läuft raus, das läuft ja nicht schnell. Das heißt, ihr füllt es erstmal, wenn es ein großes Loch ist, dann klebt ihr es zur Hälfte oder dreiviertel zu, plan mit Krepp und oben drückt ihr Multifüll rein, bis es nicht mehr geht. Und dann hat die ganze Masse sich erstmal Platz, dann halt nach unten auszudehnen. Ihr könnt dann noch ein bisschen mehr Kreppband, falls es dann zu gewichtig ist und nicht außen nach außen rausdrücken sollte. Jedenfalls so habe ich das dann auch gemacht. Und das härtet dann halt aus nach einem Tag und dann zieht es sich meist zusammen. Dann kannst du nach und nach und nach. Und ich glaube, ich habe insgesamt so 4 Packungen Multifüll. Um eine neue Gipswand zu basteln. Genau, ich habe dann quasi einen Teil neue Wand gebaut. Teilweise habe ich dummerweise unten irgendwie durch die Schrauben ein bisschen die Holztürzarge angegriffen. Die habe ich dann halt auch glatt geschmürgelt und habe dann versucht, dieses weiß-beige schmutzig zu finden. Ja, dieses ekelhafte Lack. Das findest du ja nicht. Also findest halt die Originalfarbe, da ist viel zu hell. Dann habe ich die halt angeschmiert und dann gedacht, scheiße, was mache ich denn? Dann habe dann immer mit so Grautönen und Schmutz versucht, das alles anzugleichen. Zum Glück war es oben, fiel erst Moment nicht richtig auf. Und dann habe ich dann halt diese Löcher habe ich dann irgendwann abgespachtelt, also richtig lange. Das war halt dann nicht mit 10 Minuten, sondern dann geschmürgelt und dann wir zugekleistert und mehrfach angemalt, weil du hast richtig gesehen, dass diese Wand nicht mehr eben war. Ich weiß nicht, ob da sich Steine verschoben haben. Bei der Abnahme habe ich echt geschwitzt, aber das ging durch. Und das hätte echt, weiß ich nicht, das wäre, glaube ich, echt blöde, wenn du sagst von denen, oh, da ist jetzt die Wand kaputt. Aber sowas ist echt gut. Wie kam ich darauf? Ja, genau. Und da ist dann halt einfach mal diese Gummispachtel-Dings, weil dann kannst du hier halt da richtig viel erstmal reindrücken, dann auf den Spachtel und dann ranschmieren. Ja, das ist echt praktisch. Ja. Aber wir waren ja eigentlich dabei bei unnützigen Werkzeugen, die man jetzt gerne zu Hause hätte, vielleicht mal. Wie heißt denn dieses Werkzeug, das vergesse ich auch mal. Das ist halt auch irgendwie so ein Tisch und dann oben ist das wie so ein wie eine Stichsäge und du schiebst. Nee. Tischfräse ist, glaube ich. Wo dann halt richtig so eine große Holzstücke so auf Maß eine Nut dran sägen kannst oder sowas. Oder du kannst halt Kreis, rund was. Das ist halt auch geil. Also es macht alles echt hübsch. Ja. Generell arbeiten mit Holz ist, glaube ich, das Geilste, was wir halt machen, wenn wir halt irgendwas machen. Ja. Also es ist halt wenig, dass wir sagen, oh, jetzt mal ein schöner Stein. Ja, oder Metallarbeiten die nächsten 3 Wochen. Also ist dann so ein bisschen... Vielleicht ein Schweißgerät?
Also wenn man halt Auto hat und sagt, ja, ich soll nur fahren und ich kenne einen guten TÜV, Harry. Ich habe damals in der Ausbildung auch irgendwie einen Tag Schutzgasschweißen und Elektrodenschweißen gemacht und das hat echt Spaß gemacht. Ich habe da aus altem Metall was zugesägt und dann gebogen. Ah, das ist auch geil, wenn du so eine große Biegevorrichtung hast, wo du halt Rohre, Metalle auf Maß, auf Winkel biegen kannst. Das ist, ja, weiß nicht, wenn ihr zu Hause dann halt so kleine Schlossertätigkeiten, dass ihr halt einfach so eine nostalgischen Kronleuchter biegen willst, also da könnte man schon geilen Scheiß machen. Ich kann aber sagen, dass das wichtigste Werkzeug, was ohnehin jeder zu Hause braucht, sind Kopfhörer. Denn damit könnt ihr für Nüsse hören. Ja, ich überleite uns langsam zum Ende. Wir sind jetzt bei der 1-Stunden-Marke. Ich überleite uns. Ich rede eh die ganze Zeit allein hier. Ich sehe, weißt du, was auch geil ist, was wir damals auch mal hatten? Eine Industriestaubsauger. Sowas wurde dann halt auch einfach mal so. Nassstaubsauger. Ja, wurde halt, also da konntest du ja alles wegsaugen, weil das fiel dann in so einen großen Eimer. Und da konntest du halt auch einfach mal so, also da hast du dann, wenn du falsch gebohrt hast, den Staubsauger rangehalten und der hat dir dann die halbe Rigipswand weggesaugt. Beziehungsweise, wenn du dummerweise dann hier so, wie wir dann hier im Altbau bohrst, dann holt der dir aber echt alles raus. Das ist auch blöd, wenn es dann, ja, aber es ist schon geil. Oder ein Heißluftföhn ist auch geil. Schrumpfschläuche, meine Güte. Ich kann mal ins Schwelgen. Baumarkt, da könnte ich echt die ganze Zeit rumlaufen. Ich gucke mir gerne diese kleinen, bescheuerten Verkaufsvideos an jedem dritten Stand an, die noch auf so Mini-Röhrenfernseher gezeigt werden. Ich glaube, die gehen auch nicht kaputt. Nee, das ist so lange steht da im Baumarkt, wie das Werkzeug bei uns rum. Habe ich mir zum Beispiel, was ich auch total geil finde, ist ja kein richtiges Werkzeug, aber ich habe Klebenägel geholt, als ich eingezogen bin. Die können ja mittlerweile was. 2 Kilo ein Haken, das fand ich geil. Ich habe große Bilder einfach angeklebt, weil ich dachte, nee. Also mein Badezimmer hat, glaube ich, 70 Bohrungen, die ich nicht brauche. Also mein Spiegel, meine Halterung für die Zahnbürste. Ich könnte halt da noch mehr Regale, weil da, glaube ich, 4 Parteien schon drin waren nach so einer Renovierung. Und die meinten alle, sie müssten in Fugen bohren. Mhm. Und gerade auf Fliesen, so glatt, wo du jeden Scheiß rankleben kannst. Ja. So, was ist da? Das ist seit den 90ern. Was ist da denn los? Ja, aber seit den 90ern kannst du kleben wie Sau. Vorhin war ein Klempner da, der hat halt irgendwie ein Absperrventil erneuert und kam da halt nicht richtig rein. Und diese die Fliese, die halt immer locker ist, dass du halt an die Zähler kommst und so, die sind ja in so einem Plastikrahmen. Mhm. Und der Rahmen ist meist halt mit Silikon geklebt. Und der hat halt so eine große Aussparung, dass du es einfach mal rausgerissen hast. Ich dachte, mach ihn neu, war eh alles schon alles wackelig, sonst komme ich da oben nicht ran. Dann hat er das alles dann irgendwie so wie reingeklebt, hat die Fliese daneben gelegt. Meine von denen, da gehen sie heute nicht ran, oder? So, wieso? Ja, Silikon, wieder was gelernt. Silikon härtet aus, kann man grob sagen, 1 Millimeter pro Tag. Mhm. Ich so, echt jetzt? Also ja, wenn sie halt irgendwo eine Fuge klein schmieren, irgendwie so eine Bewegungsdehnungsfuge auch genannt, dass man so also denkt, nach einem Tag kann ich ja wieder drauf rumlaufen, härtet echt erst 1 Millimeter aus in der Regel. Und man hat ja von wegen 1-2 Tage nicht anfassen. Silikon, auch ein geiler Scheiß. Kann man auch super viel zu Hause machen. Brüste vergrößern. So. Oder Heißklebepistole habe ich mir. Heißklebepistole habe ich mir. Heißklebepistole. Habe ich mir letztens geholt. Ich habe den Kaffee erfunden. Ist irgendwie so ein Basteltool eigentlich, aber auch geiler Scheiß, was du dir alles kleben kannst. Einfach mal ein Gag, Hausschuh auf dem Boden festkleben. Vor allem, wenn man wie du alleine wohnt. Was? Kommst du nach Hause und überrascht. Aber so vergesslich ist wie. Schön, das Letzte, was du machst, bevor du dich besoffen schlafen legst, ist deine Hausschuhe am Boden festkleben. Und wenn ich dann nachts da reingehe, weil ich auf Toilette gehe und natürlich immer ein Hausschuh rumrenne, denke ich, nein, das ist der Name. Vor allem, wenn es richtig dringend ist. Oh, ich muss so einfach nur. Ah. Und dann klebe ich einen Eimer, aber viel zu weit weg, aber so, dass ich vielleicht aus dem Stand es noch probieren würde. Da haben wir doch wieder einen super Streich jetzt zum Ende der Folge. Ich hoffe, ihr habt so lange ausgehalten. Ich habe ja nur Dummscheiß. Hast du überhaupt was gesagt? Ja, schon. Ich sehe auf der Spur ein paar deutliche Ausschläge von Mördergags. Dirk, wo finden die guten Leute des Internets uns? Hast du jetzt auch was von dem gezeigt? Auf YouTube. Ich habe so viel Sägestaub eingeatmet heute. Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Ja. Ihr findet uns auch bei iTunes oder Podcast Addict oder anderen Podcasts. Wir fangen noch von vorne an mit der Folge, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von anderen Podcasts-App als Für Nüsse mit Dirk und Klaus.
Du musst gleich reden. Fürnüsse at gmail.com. Oder ihr schreibt an Fürnüssepod auf Twitter oder geht auf fürnüssepod.com. Ja. Oder ihr hämmert einfach ganz laut und wir hören euch. Ist es vielleicht das beste Tool, ein Hammer? Womöglich. Also unser Heimwerkergruß an die Hämmer! Ist das nicht der Tequila-Song? Tequila.